Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Dragon Ball Thema Video. Das Thema dieses Mal ist meine Top 5 Super Saiyajin Stufen. Die Super Saiyajin Stufen sind ja schon sehr lange ein Bestandteil von Dragon Ball. Das erste Mal kam der Super Saiyajin vor in der Freezer Saga, und zwar als Son Goku diesen erreicht hat. Natürlich ist der Super Saiyajin 1 nicht auf Platz 5 bei mir, der ist schon bei mir etwas höher. Bei mir ist auf Platz 5 der Super Saiyajin 3. Diese Stufe kam das erste Mal in der Buu Saga vor, als Son Goku ihn gegen Buu eingesetzt hat. Mein Gott, ey, ich meine, Dende, war diese Verwandlung episch. Selbst heutzutage, wenn ich mir diese Szene ansehe, kriege ich immer noch Gänsehaut. Die ganze Verwandlung, der Schrei, die Musik dazu, die Erde, die so aussieht, als würde sie gleich untergehen, nur weil Son Goku sich verwandelt. Die Art, wie die Verwandlung durchgezogen wurde, würde ich sogar ganz klar mit nach ganz oben setzen. Doch es geht hier ja rein um die Super Saiyajin Stufen und ihr Aussehen bzw. Design. Von daher fällt der Super Saiyajin 3 bei mir auf den letzten Platz. Es ist eine sehr coole Stufe, aber trotzdem mag ich jede andere Stufe auf dieser Liste mehr als den Super Saiyajin 3. Nichtsdestotrotz hat sich der Super Saiyajin 3 den Platz 5 mehr als verdient. Kommen wir zu Platz 4 und das ist der Super Saiyajin 5. Ich denke mal, jeder einzelne Dragon Ball Fan kennt den Super Saiyajin 5. Selbst Akira, der Schöpfer von Dragon Ball, kennt ihn, auch sein Schüler bzw. Erbe von Dragon Ball, Toyotaro, kennt ihn. Er hat sogar über den Super Saiyajin 5 vor vielen Jahren mal einen Manga gezeichnet, den sicher einige von euch kennen. Und zwar den mit Psycho. Dieser ist von Toyotaro selbst, für einige, die das noch nicht wussten. Der Super Saiyajin 5 kam zwar nie in Anime vor oder Dragon Ball Heroes, wo gefühlt alles vorkam, aber trotzdem kann man den Super Saiyajin 5 schon fast als offiziell sehen, aber auch noch fast, da er halt nie offiziell gemacht wurde. Wenn er irgendwann mal wirklich kommen sollte, was ich eher nicht denke, wird er sehr sicher auch dieses Design haben. Dass ein neues erfunden werden würde, kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Einen Grund würde es für mich auch dazu nicht wirklich geben, da der Super Saiyajin 5 sehr geil aussieht, nahezu perfekt. Der Super Saiyajin 5 ist eine Mischung aus den Super Saiyajin 3 und 4 mit silbernes Fell und Haaren. Einige würden weiß sagen, aber man sieht ja deutlich, dass es grau ist, beziehungsweise silber, wie der Super Saiyajin eigentlich Gold sein soll. Der Super Saiyajin 5 kam ja schon sehr auf den Fan-Mangas vor, wie schon gesagt, den Dragon Ball RF-Manga von Toyotaro zum Beispiel. Oder der andere Dragon Ball RF-Manga mit dem Sohn von Frieza, Ease, und den neuen Teufelsdrachen. Zum Aussehen von Super Saiyajin 5 kann man nur episch sagen, eine sehr gut aussehende Stufe. Und diese eiskalten Blicke bei manchen Super Saiyajin 5 Zeichnungen ist auch immer wieder sehr gut getroffen. Platz 3, da habe ich mich wirklich sehr schwer getan, da ich nicht wusste, welche von den beiden Stufen ich auf Platz 3 setzen sollte. Aber ich habe mich dann doch entschieden, auch wenn es wirklich sehr schwer war. Daher Platz 3 der Super Saiyajin 1. Was ich aber beim Super Saiyajin damals sehr schade fand, dass sein Aussehen nach und nach immer mehr geändert wurde. Weil wenn man den Super Saiyajin von der Namek, der Cyborg und Cell-Saga nimmt und ihn dann mit der Buu-Saga vergleicht, ist schon ein sehr großer Unterschied zu sehen. Das erste Design, also Son Goku als Super Saiyajin auf Namek, fand ich persönlich wirklich am allerbesten. Als Son Goku sich zum ersten Mal zum Super Saiyajin verwandelt hat und wir vor unseren Röhrenfernsehen saßen, liebten wir Dragon Ball noch mehr als je zuvor. Allein der Kampf Son Goku Super Saiyajin gegen Frieza vierte Form 100% ist für mich einfach der beste Kampf in ganz Dragon Ball Z, GT und Dragon Ball Super. Der einzige Kampf, der für mich persönlich diesen erreichen kann oder sage ich mal toppen kann, ist Gogeta gegen Broly. Doch das nur ganz, ganz knapp. Wenn man den Kampf und die ganzen Bedingungen dahinter betrachtet, würde ich den Kampf Son Goku gegen Frieza sogar noch etwas bevorzugen. Ein Kampf auf einen sterbenden Planeten mit den letzten zwei Kämpfern. Keiner musste sich mehr zurückhalten. Beide konnten alles geben. Ein Kampf auf Leben und Tod. Son Goku, der das erste Mal wirklich richtig ernst war, dieses Gefühl hat leider der Gogeta gegen Broly Kampf nicht wirklich gegeben. Auch wenn der Kampf wirklich sehr geil war. Das erste Aussehen vom Super Saiyajin ist natürlich sehr cool. Die blonden Haare bzw. goldenen Haare und die Muskeln von Son Goku. Und man hat natürlich noch Blut gesehen. In Dragon Ball Super war das ja leider absolut gar nicht vorhanden, was ich nicht wirklich verstanden habe. In Japan kam um 9 Uhr Dragon Ball Super und um 9.30 Uhr One Piece. Und One Piece hat einfach sehr viele brutalere Szenen gehabt und auch vor allen Dingen blutigere. Dragon Ball Super wurde einfach wirklich viel zu kinderfreundlich gemacht. Ich meine, ein bisschen Blut hätte man doch ruhig sehen können. Und ich meine nicht nur den Eintropfen von Muten Roshi aus seiner Nase. Aber ich schweife hier, glaube ich, zu weit vom Thema ab. Ich denke mal, ihr wisst schon, wie ich es gemeint habe. Kommen wir zu Platz 2, der Super Saiyajin 2. War bestimmt einigen klar, dass der Super Saiyajin 2 auf Platz 2 bei mir ist. Warum ich den Super Saiyajin 2 vor den 1 bevorzuge, hat zwei Gründe. Erstens, die Haare gehen spitzer nach oben, was ich sehr mag. Und die zweite Sache sind die Blitze, die ab den Super Saiyajin 2 kommen. Das beides gibt den Ganzen nochmal mehr Klasse. Dass Tinguan als Super Saiyajin 2 einfach nur geil war, muss ich ja nicht wirklich erwähnen, da dies ja jeder von euch sicher weiß. Diese Ernsthaftigkeit und dass er so gut wie jede Emotion verloren hat, das hat ein Tinguan Super Saiyajin 2 damals ausgemacht gehabt. Sein ernster Blick und seine unglaubliche Schnelligkeit. Und zu guter Letzt noch sein enormer Kraftanstieg. Wenn ich einen Super Saiyajin 2 aussuchen müsste, wäre es ganz klar Tinguan, danach Vegeta und dann Son Goku. Und der Super Saiyajin 2 bei der Cell-Saga war für mich einfach sehr gut gelungen. Da stimmt ihr mir doch zu, oder Leute? Kommen wir nun zu Platz 1 und das ist der Super Saiyajin 4. Vom Aussehen her ist das für mich einfach die beste und kreativste Form, nicht nur einfach Haare färben. Den Super
Super Saiyajin 4 kann man auch als Vereinigung oder Verschmelzung mit den Ozaru sehen. Ich finde einfach gut, dass der Super Saiyajin 4 nicht einfach nur durch simple Wut erreicht werden kann. Man braucht den Ozaru, den Super Saiyajin muss man schon können und man muss seinen Emotionen freien Lauf lassen. Ohne das erreicht man den Super Saiyajin 4 nicht. Bei Vegeta war es ja viel einfacher, aber dazu muss man auch sagen, das war ja ein künstlicher Super Saiyajin 4, wie wir wissen. Son Goku Super Saiyajin 4 gegen Baby Vegeta und Ozaru ist für mich der beste Kampf in ganz Dragon Ball GT und wie ich auch schon in anderen Videos erwähnt habe, finde ich diesen Kampf oder besser gesagt die ganze Baby-Saga tausendmal besser als ganz Dragon Ball Super. Ich bin halt kein Dragon Ball Super-Fan, wie ihr wisst, aber jedem seins natürlich. Was ich an den Super Saiyajin 4 gut fand, war, dass Son Goku wieder groß wurde und seine richtige Stimme gekriegt hat. Dass er aber wieder groß wurde, lag daran, dass der kleine Son Goku in Japan nicht wirklich so beliebt war, darum wurde das geändert und der Super Saiyajin 4 kam sehr oft vor. Ist so wie beim Super Saiyajin Blue, viele feiern den und darum kam er auch wirklich sehr oft vor. Dazu muss ich aber sagen, da wurde zu sehr übertrieben, weil bei jeder kleinen Scheißsache der Super Saiyajin Blue vorkam, egal wie unnötig es war. Und die Kraftverhältnisse haben auch sehr darunter gelitten. Ja, ich weiß, viele stören die Kraftverhältnisse nicht, aber ich meine Krillin gegen Son Goku als Super Saiyajin Blue ebenbürtiges Kamehameha, naja, aber egal. Aber ich will den Super Saiyajin Blue ja nicht wieder schlecht reden, da ich ja weiß, dass viele diese Stufe mögen und das soll auch so bleiben, jedem seine Meinung. Beim Super Saiyajin 4 Schwarz und Rot finde ich auch mit die beste Farbkombination. Danach würde ich sagen Schwarz und Blau. Ach, und wegen den legendären Super Saiyajin habt ihr euch bestimmt auch gefragt, warum er hier nicht auf der Liste ist. Den habe ich ja weggelassen, da ich nur von den normalen Super Saiyajin Stufen von ausgehen wollte. So wäre der legendäre Super Saiyajin aber bei mir auf Platz 2. Aber Leute, was sind eure 5 Lieblings-Super Saiyajin Stufen? Schreibt es doch gerne in die Kommentare und auch gerne noch weitere Themenvorschläge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann macht es doch gerne und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen weiteren Tag. Bye!